So, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Spezial. Ich möchte euch heute die Seite Rollenspielbewertungen.de vorstellen. Ein noch relativ junges Projekt, was wohl aber in nächster Zeit zu einem der wichtigsten Tools werden könnte. Zumindest hoffe ich das. Ja, was ist das? Das ist nicht nur eine einfache Sammlung von Rezensionen, sondern es kann noch so viel mehr. Vor allem verknüpft das schwarze Auge. Da wird dann auf das Forum von der DSA-Bewertung ja verlinkt. Wir haben dann das gleiche noch einmal für Splittermond. Und es gibt das Ganze noch für weitere Rollenspielsysteme und andere Bewertungsprojekte im Netz, auf die ich jetzt im Folgenden eingehen werde. Also nicht weglaufen. Ich erkläre nach und nach, wie diese Seite funktioniert. Ja, wenn wir uns jetzt entschieden haben, wir möchten uns einfach mal die beste Bewertung ansehen für ein Abenteuer. Wir können das natürlich auch für Spielhilfen machen und ich erkläre es jetzt nur einmal für das schwarze Auge, für Splittermond. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Wir können uns hier anzeigen lassen, was ist das bestbewerteste Abenteuer ja, aller Zeiten. Da können wir dann auch filtern nach, wir können das Ganze hier auch mal ausklappen und können uns nochmal anzeigen, also hier ganz wichtig nochmal das Plus bzw. das Minus-Symbol, da einmal draufklicken. Da sind nämlich noch mehr Informationen hinterlegt. Wir können das Ganze noch filtern nach Städten oder auch nach Genre, nach dem, wann und wo es erschienen ist. Und dann könnten wir beispielsweise sagen, wir suchen nur nach Abenteuern, die von 2017 sind. Und das sind dann gar nicht mehr so sehr viele. Wir können da jetzt auch verschiedene andere Dinge benutzen. Meinetwegen, wir suchen nach Abenteuern von Stefan Unteregger. Stefan Unteregger ist so einer derjenigen, der zunächst für DSA geschrieben hat und mittlerweile für Splittermond und all das, was er in die Hand nimmt, das wird zu Gold. Kann man dann auch an diesen Bewertungen hier sehen. Auch das wäre eine Möglichkeit, wenn ihr da jetzt einen Lieblingsautoren habt, dann könnt ihr auch nach dem suchen. Das ist jetzt natürlich immer darauf bedacht, ne? Sind wir jetzt gerade im schwarzen Auge oder sind wir bei Splittermond oder sind wir woanders? Wenn diese Informationen da sind, dann sind sie hier eben auch eingetragen. Könnt ihr dann hier in diesem Suchfeld, in dieser Maske, könnt ihr dann einfach mal schauen danach, ob da irgendwas für euch bei ist. Ja, wir können es wie gesagt sortieren nach den Stimmen. Mit 266 Stimmen, Staub und Sterne, der Anfang der G7 wohl mit am häufigsten nicht nur gespielt, sondern damit eben auch bewertet. Und danach geht es weiter mit den Schlacht in den Wolken und so weiter. Könnt ihr euch eben dann alles überlegen, ob ihr dann noch irgendwie filtern wollt. Ihr könnt dann auch sagen, wir wollen nur DSA4-Produkte uns ansehen und da dann mit den bestbewertetsten Sachen gucken. Wir können auch sagen, soll es eine Kategorie Kampagne sein oder soll es eine Anthologie sein? Wir können auch da wieder nach Autoren suchen. Was ihr hier jetzt tut, das ist dann euch komplett überlassen. Es soll nur eine Hilfe sein, die, wie gesagt, sehr gut ist. Bei den Bewertungen müsst ihr ein bisschen aufpassen. Also, was ich mache das ganz gerne. Ich schaue mir immer dann an, was ist das bestbewerteste Abenteuer. Hier dann nochmal drauf achten. Stimmen, wie aussagekräftig ist das? Jetzt haben wir hier gerade ganz neu 3 Stimmen und die sind vielleicht gar nicht so aussagekräftig wie diese 34 oder wie diese 165. Also, wenn ihr nach Bewertungen filtert, dann müsst ihr da nochmal aufpassen, wie das dann aussieht. Wie gesagt, hier nochmal ganz wichtig, auf das Plus drücken, wenn euch da noch irgendwas interessiert. Wenn ihr hier auf diesen Link klickt, dann werdet ihr automatisch mit dem DSA-Forum verbunden. Das lädt jetzt ein bisschen. Und danach können wir uns dann hier im DSA-Forum selber so ein bisschen angucken, na, was machen wir jetzt damit? Wollen wir das selber bewerten? Und dann kann man sich dann auch hier entscheiden, wollen wir uns mal ansehen, was denn Regentänzer jetzt dazu geschrieben hat. Ja, ansonsten kann ich mir das Ganze auch als Excel-Tabelle runterladen und da dann noch ein bisschen größer ziehen. Wenn mir da dann irgendwelche Punkte wichtig sind, dann muss ich hier dieses Plus benutzen. Ich kann das auch einfach als Excel-Tabelle speichern. Ich kann aber auch bei den Column, bei den ja, einzelnen Einträgen, kann ich auch sagen, mich interessiert das Jahr nicht und mich interessiert der Autor nicht. Könnt ihr jetzt hier schon sehen, dass diese Tabelle so ein bisschen kleiner geworden ist und ja, je nachdem, wie klein ich es dann mache, dann rutschen auch automatisch verschiedene andere Dinge dazu. Das ist mal so ein bisschen browserbasiert, abhängig, ob ihr dann Chrome benutzt oder Firefox oder so, aber ganz generell sollten sich dann hier auch die weiteren Sachen dann verschieben, ne? Also dass dann hier dann dieses Genre eingefügt wird. Können wir dann mal hier die Städte rausnehmen, weil mich die Städte nicht interessieren. Genau, da war eben ein besonderer, langerer Eintrag.
Und wenn wir jetzt die Städte rausgenommen haben, dann können wir das eben auch nochmal nach den anderen Dingen hier sortieren lassen. Aber das geht eben auch in der Excel. Könnt ihr euch ja so runterladen. Das ist für Schmittermund, wie gesagt, genau das Gleiche. Da verlinken wir dann aber nicht auf das DSA-Forum, sondern da verlinken wir dann natürlich auf das Splittermond-Forum. Einfach draufklicken und ihr gelangt automatisch dann in das Forum. Könnt ihr dann eine Note geben. Gut, wenn ich mich jetzt nicht für Splittermond und nicht für DSA interessiere, dann kann ich natürlich auch nach meinem Lieblingssystem gucken und da dann nach, ja, wir wollen jetzt Warhammer 40k spielen. Da gibt es nicht ganz so viele Systeme, die hier eingetragen sind. Aber für Harlocks Vermächtnis, also die Kampagne von Warhammer 40k, könnte ich mir jetzt dann bei 5 Stimmen und einer Bewertung von 4,4, könnte ich mir dann eben überlegen, ja, das könnte eine ganz gute Kampagne sein. Oder eben auch dann für Warhammer Fantasy. Ich kann ja auch natürlich dann Cthulhu draus machen. Und wir landen dann bei dem System. Das können wir dann auch wieder weiter filtern, wenn wir dann nur Cthulhu haben wollen oder ja, irgendwas anderes. Wir können auch dann wieder überlegen, in welche Anthologie ist es denn enthalten. Hier ist noch ein Filter drin, damit, wenn wir nur 3 oder weniger Stimmen haben, damit das nicht ganz so weit oben steht, weil 3 Stimmen sind ja nicht ganz so aussagekräftig. Und das sagt jetzt dieser Filter aus. Auch danach könnten wir dann sortieren. Das müssen wir dann einfach hier in dieser Suchmaske eingeben, wenn uns das also sowas interessiert. Weil, naja, wir haben jetzt hier unten haben wir dann zum Beispiel nur eine Stimme und die ist dann besonders aussagekräftig. Wenn wir dann sowas eben nicht haben wollen, sondern sagen wollen, ja, es sollen halt bitte mehr als 3 Stimmen sein, dann können wir das eben auch machen und danach dann die Bewertung sortieren lassen. Ja, ansonsten werden hier auch noch weitere Bewertungsprojekte vorgestellt. Ja, das ist dann so G-Plus-Community von Google. Cthulhu Idea Horror-Szenarien, das wird dann auch auf das Läuterer. Das ist im Tunnelhorn-Forum ein Mitglied der Läuterer, der haut bombastisch viele Rezensionen raus für Cthulhu und da einfach mal reinschauen. Das ist unglaublich, was der an Material raushaut. Ja, hier könnt ihr das auch wieder nach Punkten sortieren lassen. Das ist also genau das Gleiche. Es wird beschrieben, was für ein Ort das ist. Ihr könnt auch wieder draufklicken, dann landet ihr im Forum oder ihr könnt dann auch, wenn hier sowas drin steht wie Gratis-PDF, könnt ihr da einfach draufklicken und dann landet ihr automatisch bei dem guten Freund Cian Shui, der es dann eben auch kostenlos auf seiner Seite zum Download anbietet. Also ganz, ganz großes Kino, was hier eben dann gemacht wird. Wer also demnächst als Spielleiter eine Kampagne plant, der kann sich hier dann auch ja, schlau machen, da einfach mal auf die Abenteuer klicken oder wir können das, wie gesagt, auch für Splittermond machen. Da sind jetzt noch nicht so viele Kampagnen da. Aber meinetwegen können wir dann hier mal schauen, was ist denn die bestbewerteste Kampagne? Ja, da können wir einfach mal wieder nach den Bewertungen suchen und stellen fest, Rückkehr der Finsternis hat eine Bewertung von, ja, mit 165 Stimmen, ist dann wohl ein Teil der Borberat-Kampagne mit am besten bewertesten. Wie gesagt, ihr könnt euch da so ein bisschen mal reinfuchsen. Ich wollte euch einfach nur mal zeigen, was dieses Forum kann, was dieses Tool, diese Seite kann und was ich eben auch besonders gerne mag, ist jetzt hier zum Beispiel dann auch die Stimmenabgabe. Wenn es denn neue Stimmen gab in jetzt den vergangenen 8 Wochen, dann wird das eben auch hier noch einmal analysiert. Zum Beispiel hat Wege der Vereinigung in den letzten 8 Wochen 13 neue Stimmen bekommen, hatte vorher schon eine Bewertung, hat jetzt eine Differenz, die war wohl vorher ein bisschen besser und jetzt ist die hat sich auf 3 Punkten eingependelt. Also auch danach könntet ihr sortieren, wenn euch irgendwas besonders interessiert. Einige, ja, da kann ich ja zum Beispiel sehen, unter Voodoo, das war ich, da hatte ich dann noch ein paar dunkle Zeitensachen bewertet. Das waren dann die neuen Stimmen von mir. Und die Differenz ist dann ein bisschen nach oben gegangen. Das könntet ihr euch dann eben auch nochmal angucken. Also auch da findet ihr eure eigene Handschrift wieder, wenn ihr euch denn mal so ein bisschen umseht. Und was ihr hier sonst noch machen könnt, ist in der DSA Metascore. Das gibt es jetzt beispielsweise noch nicht für Splittermond. Da müssten dann mal die Splittermondler selber versuchen, ob sie sowas auf die Beine bekommen und dann mehr Bewertungen heranschaffen. Ja, was ihr hier dann machen könnt, wäre dann auch nochmal in Prozentwerten, nicht mehr in den 5 oder den 6 Punkten, sondern in Prozentwerten wurde das jetzt hier auch nochmal gemittelt. Da können wir uns dann nochmal ansehen, wie viele Rezensionen gab es. Ja, der Aventurische Almanach wurde wohl mit 8 Stimmen am meisten von diesen Partnerprojekten bewertet. Da ist dann auch Vexarius dabei. Hier haben wir meine Handschrift. Ich habe noch nicht so viele Sachen bewertet, aber auch das könnte euch dann, ja, wenn euch sowas interessiert, könntet ihr auch dann hier meine Sachen ansehen. Könnt natürlich dann auch bei Engor vorbeisehen.
Engor bewertet unglaublich viele Sachen, die Liste ist ziemlich lang. Könnt aber auch im DSA-Forum dann nochmal schauen, wie hat das DSA-Forum denn ja die Gareter Kaiserstadt bewertet. Was ich hier auch nochmal ganz cool finde, ist, wenn euch dann hier so etwas interessiert, dann könntet ihr auch auf diese 88% klicken oder auf diese 60% von den Orkenspaltern und landet dann automatisch bei dem Video von der Late-Nerd-Show, wo es bewertet worden ist. Also, das geht dann natürlich auch bei diesen Sachen, das geht dann eigentlich überall, wo dann hier etwas zum Anklicken ist. Bei Nandurion ist es dann eher kein Video, sondern dann einfach dieser Blogbeitrag von den Nandurion-Sachen. Und bei ja, Phexarius, bei mir und bei OrgTV sind das dann die Videos dazu. Das ist ein kleiner Teil von den Sachen, die ich euch gerne vorstellen würde. Wenn ihr also irgendwann demnächst ein paar neue Abenteuer plant oder eine neue Kampagne und ihr wisst nicht genau, ja, was will ich denn machen? Was möchte ich denn mir ansehen? Was ist denn, was könnten wir uns denn demnächst mal ansehen? Dann ja, einfach mal hier reinschauen, Kampagnenbewertung oder Statistik, das geht hier natürlich auch, nach den besten Abenteuern suchen. Und dann werdet ihr finden, dass die Quanions-Queste wohl mit 4,2 Punkten von 5 möglichen mit am besten dabei war. Also auch das ist eine Möglichkeit. Auch hier kann man dann sich nochmal die einzelnen Bände ansehen. Ja, Spuren der Verheißung, eine Anthologie, hat 3,7 Punkte bekommen und die einzelnen Abenteuer daraus dann auch nochmal selber bewertet. Ja, schaut euch um. Das sind die Rollenspielbewertung.de. Wird viel Neues noch kommen demnächst. Viel, viel Neues. Die Seite ist noch sehr jung, aber schon unglaublich erfolgreich. Und ich würde mir wünschen, dass sie eben noch größer wird. Auch nochmal nach Kategorien sortiert. Wir haben hier einen eigenen Feed für die RSP-Blogs, wen das interessiert. Und das so meine Vorstellung von der Rollenspielbewertung.de. Keine Sorge, ich habe da nichts für bekommen. Das ist einfach nur Talion, das ist ein Freund von mir und ja, wir verlinken uns das alle so ein bisschen quer. Wir arbeiten alle so ein bisschen miteinander gemeinsam und deswegen hier diese Bewertung. Ansonsten, Talion würde sich auch sehr freuen, wenn wir auch einen Kommentar hinterlassen zu einzelnen Bewertungen, die dann hier aufgeführt worden sind oder zu ja, einzelnen Statistiken. Auch das könnten wir uns dann nochmal ansehen, wenn wir uns dann so eine ja, Bläschenbewertung mal ansehen. Auch da wird dann nach und nach überall dann ein Kommentar freigeschaltet. Wen also so etwas interessiert und wer da dann dem Projekt helfen will, der darf hier gerne ja, sich rumtreiben und schauen, wie es denn weitergeht, was denn ein guter Tipp wäre. Gut, damit war es das in diesem kleinen Vorstellungsvideo zu den Rollenspielbewertungen. Ich habe jetzt ziemlich schnell geredet, weil es hier viele Dinge gibt, die euch interessieren könnten und das dann eben in der Kürze. Ja, schaut euch einfach mal um. Die Links sind, wie gesagt, unten drin und damit hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.